Ja, ich möchte auch noch einen Gruß sagen von der Gemeinde, aus der ich komme. Seit 10 Jahren gibt es jetzt die Gemeinde in Biesing und wir wohnen nur 200 Meter davon entfernt. Und so haben wir uns entschlossen, dorthin zu gehen. Früher sind wir auch in die Freie Christliche Versammlung gegangen, nach Waldstätten, das ist richtig. Aber seitdem das so ist, so nah, das ist einfach wunderbar. Ja, und ich predige dort gerne. Und aus einer dieser Predigten habe ich euch heute etwas mitgebracht. Ich möchte über die Liebe Gottes reden, die Agape. Die Liebe Gottes einmal zu uns, aber dann auch die Liebe untereinander und dann die Liebe, die wir haben oder die ich habe zu Gott. Diese drei Punkte sind es. Ja, über die Liebe Gottes wird oft gepredigt. Es gibt zahlreiche Bibelstellen und Beispiele. Wir lassen uns die Liebe Gottes gerne gefallen. Wir sonnen uns gerne darin. Und das dürfen wir ja auch. Und Gottes Liebe ist wichtig. Ohne Gottes Liebe hätten wir kein neues Leben in Christus. Ja, noch viel existenzieller. Ohne Gottes Liebe gäbe es überhaupt kein Leben hier auf der Erde. Und ohne Gottes Liebe gäbe es weder Materie, noch Raum, noch Zeit. Das hat ja Gott alles erst geschaffen. Gottes Liebe macht das alles erst möglich. Das ist uns vielleicht nicht immer bewusst. Und Gott selbst ist Liebe. Wir schlagen auf, wer eine Bibel dabei hat, 1. Johannes 4, 7 bis 10. Ihr kennt vielleicht das Kinderlied, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, darum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Diese Aussage von diesem Lied kommt aus diesen Versen 1. Johannes 4. Ich lese von Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ja, großartige Worte. 10-mal kommt hier das Wort Agape vor. Mal als Substantiv, mal als Verb. Einfach großartig. Ich möchte erstmal beim Vers 4 stehen bleiben und mit euch staunen. Da sagt Johannes, die Liebe ist aus Gott. Andere Übersetzung, die Liebe kommt von Gott. Gott ist der Urheber der Liebe. Ja, sogar, er wird manchmal verglichen wie eine Quelle oder wie ein Bach, wie ein Fluss. Eine Quelle, die unaufhörlich sprudelt, so wie Quellwasser sauber und ungetrübt ist, so ist Gottes Liebe sauber und ungetrübt, kristallklar. Nichts hier auf der Erde kommt Gottes Liebe gleich. Um an diese Liebe angeschlossen zu sein, gibt es nur eine Chance für uns,
nämlich, dass wir ihm unsere Schuld bekennen, so dass er uns reinmachen kann von aller Ungerechtigkeit, wie es in 1. Johannes 1 heißt. Als Gott die Welt erschuf, war noch alles in perfektem Zustand. Aber dann kam der Sündenfall. Die Schöpfung wurde verdorben. Deshalb kommt seitdem hier auf der Erde nichts seiner Liebe gleich. Die Menschen wurden abgeschnitten von der Liebe Gottes. Nein, umgekehrt, sie sägten sich selbst den Ast ab, auf dem sie saßen, wurden zu Sündern. Und wir können uns nicht mehr selber aus dem Dreck ziehen. Das muss Gott machen, tatsächlich. Das muss er jetzt machen. Gott hat uns zuerst geliebt, als wir ihn noch gar nicht lieben konnten. In Römer 5, Vers 8 bringt Paulus das folgendermaßen auf den Punkt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich habe mich früher oft gefragt, was ist das Gegenteil von Liebe? Ist das tatsächlich Hass? Manchmal wird es ja so definiert. Aber ich war als Student in Berlin im Wedding und es gab ein Viertel im Wedding, wo es sehr lieblos zuging. Das Kiez nannten wir das. Die meisten Familien in Auflösung oder ähnliches. Die Zustände waren schlimm, überall Alkohol. Und da habe ich gelernt, dass das Gegenteil von Liebe nicht unbedingt Hass ist, sondern die Eltern aus solchen Familien, denen sind die Kinder einfach gleichgültig. Also das Gegenteil von Liebe ist eher Gleichgültigkeit. Wie ist das bei Gott? Sind wir Gott gleichgültig? Wir sind Sünder. Gott hätte allen Grund, uns nicht zu lieben, uns gleichgültig links liegen zu lassen. Aber Gott hat Interesse an uns, ein so großes Interesse, dass er ein Mega-Rettungspaket geschnürt hat, minutiös geplant und ausgeführt, einen weltweiten Rettungsschirm gespannt hat, damit wir Sünder Gemeinschaft haben können mit ihm. Das steckt in diesem 8. Vers aus Römer 5. Ich lese ihn nochmal. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott hat sich entschlossen, uns zu lieben, als wir noch Sünder waren. Und seine Liebe wurde Tat, als er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde schickte, um uns zu retten. Und dabei ging er generalstabsmäßig vor, mit einem richtigen Plan. Er erwählte sich erst einmal ein Volk, um den Menschen einen Maßstab zu geben, an dem jeder ermessen kann, dass er Sünder ist und überhaupt eine Rettung braucht. Dazu erwählte er sich das Volk Israel und gab ihnen die 10 Gebote. Dann beauftragte er die Propheten, den Retter, diesen Messias, anzukündigen.
Und dann kam Jesus Christus nicht irgendwann, sondern genau in einer Zeit, in der das Straßennetz durch die Römer maximal ausgebaut war. Genau zu dieser Zeit. So konnte das Evangelium schnellstmöglich überall hingelangen. Schon 200 Jahre später war das Straßennetz geschrumpft. Und 250 Jahre danach, da wäre das gar nicht mehr möglich gewesen. Da gab es schon das finstere, sogenannte finstere Mittelalter. Außerdem hatte Gott seinen Rettungsplan genau zu der Zeit aktiviert, als die Führer des Volkes Israel durch den aufkommenden Talmud in die Orthodoxie abdrifteten. Einige von ihnen wurden ja gerettet. Nicht nur Nikodemus, Gamaliel, sondern in Apostelgeschichte 6, Vers 7 wird berichtet, dass eine große Menge der Priester zum Glauben kam. Ja, all das hatte Gott geplant. Er überließ nichts dem Zufall. Wenn wir jemanden lieben, dann ist das selten mit einem Plan verbunden. Wenn Gott dagegen liebt, dann liebt er mit einem exakten Plan. Klar, in der Antike war Christsein auch nicht so ganz einfach. Es war sogar riskant. Man musste einmal im Jahr öffentlich dem Kaiser huldigen. In einem solchen Kaiserkulttempel. Wer das nicht tat, wurde mit dem Tod bestraft. Christen wurden verfolgt. Aber wie oft in der Geschichte der Gemeinde Jesu, dort wo seine Gemeinde verfolgt wird, dort wächst sie am schnellsten. Die Verfolgung bewirkte nämlich oft, dass die Christen flüchteten, sobald sie diesen Bescheid bekamen, in eines dieser Tempel gehen zu müssen. Sie flüchteten an einen anderen Ort und bauten dann dort eine neue Gemeinde auf. 300 Jahre nach dem Tod Jesu am Kreuz waren 10% der Bevölkerung im Römischen Reich Nachfolger Jesu. Das müssen wir uns mal vorstellen, 10%. Die Verfolgung war eine harte Tatsache. Aber Paulus schreibt in Römer 8, wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie im Psalm 44 geschrieben steht, um deines Willens werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir angesehen worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 35 bis 39. Die Menschen damals war diese Gefahr bewusst. Ja, man könnte noch vieles über die Liebe Gottes sagen. Sie ist das Fundament, das Zentrum unseres Glaubens. Aber ich will es jetzt erstmal dabei bewenden lassen. In unserem Eingangstext in 1. Johannes 4 steht noch etwas anderes über die Liebe. Geliebte, lasst uns einander lieben. Hier geht es um die Geschwisterliebe. Also nicht die Liebe von Gott von oben, sondern eine Liebe auf gleicher Ebene.
gleiche Ebene. Pfeile zeigen jetzt nicht mehr von oben nach unten. Es gibt einige Bibelstellen dazu. Die zweite möchte ich erwähnen, 1. Johannes 3. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. 1. Johannes 3, 14, wer es mitlesen will. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Eine Auswirkung, ein Ausdruck dessen, dass wir zum Glauben gekommen sind, ist, dass wir uns untereinander lieben. Das ist ein Phänomen, das überall auf der Erde gleich ist. Wenn einer zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann sucht er die Gemeinschaft mit anderen Christen. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 sagt Jesus, diese Liebe der geistlichen Geschwister in der Gemeinschaft der Gläubigen voraus. Er benutzt hier interessanterweise statt dem Begriff sich gegenseitig lieben, den Begriff eins sein. Dort heißt es in Vers 22 und 23, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Die Geschwisterliebe bewirkt also eine Einheit, eine Gemeinschaft. Und das Interessante daran ist, dass man uns als echte Christen genau an dieser Gemeinschaft erkennen soll. Das war bereits schon zu Anfang der Gemeinde Jesus so. In Apostelgeschichte 2, 47 steht, dass sie Gunst beim ganzen Volk genossen haben und der Herr täglich hinzutat, die gerettet werden sollten. Die Gemeinde in Jerusalem versammelte sich damals in der Salomo-Halle auf dem Tempelbezirk. Ja, ich habe hier ein, hier ist es, hier ist diese, dieses Bild, der Pfeil zeigt in diese Salomo-Halle. Ungefähr 500 Meter lang, 30 Meter breit, also ein Riesending. Da haben mehr als 1000 Leute reingepasst. Und es war eine Säulenhalle, das heißt, Glas gab es sowieso erst ab dem Mittelalter, also die war offen. Jeder konnte hineinschauen. Und um die Säulen herum waren sogar Stufen nach oben. Also man konnte von erhobener Position aus reinschauen in die Halle und konnte die Gläubigen, die an Jesus geglaubt haben, direkt sehen. Alle. Man konnte sie sehen, wie sie miteinander geredet, gelebt haben, wie sie Gott gedient haben. Sie waren auf dem Präsentierteller. Sie waren, wie wir heute sagen, Gläsern. Ja, diese Gemeinschaft der Gläubigen, das war etwas Anziehendes, wie ein Magnet. Täglich kamen neue Leute dazu. Dann kann man auch das gegenseitig befruchtende Prinzip der Sammlung und Sendung ableiten. Gemeinden, in denen dieses Prinzip praktiziert wird, wachsen besonders schnell, nicht nur zahlenmäßig in die Breite, sondern auch nachhaltig in die Tiefe. Und zwar Geschwister eines Hauskreises hier veranstalten regelmäßig einen evangelistischen Kreis. Sie beten im Hauskreis für die ungläubigen Gäste im evangelistischen Kreis. Und die Gäste ihrerseits, die entdecken dann diese Liebe unter den Mitarbeitern
und wie schön es ist, miteinander zu leben und zu arbeiten. Und werden dann auch Nachfolger Jesu und Mitarbeiter in diesem Hauskreis. Das ist dieses Prinzip der Sammlung und Sendung. Ich habe schon angedeutet, ich war als Student im Wedding in Berlin. Ja, und wir haben einfach in diesem Kiez, wo es drunter und drüber ging, eine der vielen Spelunken gemietet, umgebaut zur Teestube und haben dort einfach versucht, das Evangelium zu verbreiten. Eines Tages hat sich der Rias bei uns angemeldet. Rias, das sind 4 Buchstaben für Radio im amerikanischen Sektor. Das ist ganz Spezielles für Berlin. Also ein Nachkriegsradio. Diese Leute kamen, ein Reporter und ein Tontechniker, und haben uns viele Fragen gestellt. Am Schluss wollten sie dann noch einen unserer Dauergäste fragen. Wer ist Dauergast bei euch? Ja, der da. Okay, also, wir haben schon gedacht, oh wei, das ist ein AC/DC-Fan, der also ganz besonders viel Dreck am Stecken hat. Wer weiß, was der über uns erzählt, der kann uns ganz schön durch den Mangel treiben. Und dann waren wir total überrascht. Der Mann hat gesagt, die Oase ist für mich, nein, die Teestube ist für mich eine Oase. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Oase für mich. Wir waren total beschämt. Er hat diese Liebe von uns Mitarbeitern irgendwie abgespürt. Das war etwas anderes, wie in den Familien, die er kannte. Zur Geschwisterliebe gehört auch das Prinzip der Angriff der Liebe. Also nicht nur Verteidigung nach dem Gebot Böses mit Gutem vergelten, sondern aktiv den anderen segnen, ihm bewusst Gutes wünschen. Ja, kommen wir zum dritten Teil meiner Predigt, nämlich zu meiner Liebe zu Gott oder zu unserer Liebe zu Gott. Das heißt also, wir müssen jetzt unsere Grafik erneuern, ja, ist schon. Also, Pfeil jetzt nach oben. Als junger Christ habe ich mich immer gefragt, geht das überhaupt, Gott lieben? Dass er mich liebt, das steht ja außer Frage. Aber dass ich ihn auch lieben kann, schaffe ich das überhaupt als sündiger Mensch? Ich will Gott lieben, das ist klar. Aber vielleicht ist das nur ein Wunsch, der gar nicht in die Tat umzusetzen geht. Bibelworte wie Johannes 14, 23 machen da nicht viel Mut. Da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Im Umkehrschluss heißt das doch, dass weil ich sein Wort oft nicht halte, ich dann auch Jesus nicht liebe. Oder interpretiere ich das zu hart, zu konsequent? Es müsste in der Bibel eine Geschichte geben, in der drin steht, dass Menschen Gott geliebt haben. Gibt es eine solche Geschichte? Überlegt mal. Ich habe lang gesucht. Also so direkt steht es jedenfalls nicht irgendwo. Ah, und doch, dann habe ich es gefunden. Im Alten Testament. Tatsächlich. 1. Könige 3, Vers 3.
Und Salomo liebte Jahwe, also den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters Davids lebte. Das steht tatsächlich da. Salomo liebte Jahwe, er liebte Gott. Aber es gibt einen Zusatz, den man leicht übersehen kann. So dass er in den Ordnungen seines Vaters Davids lebte. Komischer Zusatz. Ist in den Ordnungen der Bibel leben, ich beziehe das jetzt mal auf uns, ist es bereits dasselbe wie Gott lieben? Nur eine Auswirkung vielleicht? Reicht es aus? Gewissermaßen ist es vielleicht ein Erkennungszeichen. Schließlich heißt es nicht, Salomo liebte Gott, weil er in den Ordnungen seines Vaters Davids lebte. So ist jedenfalls die Übersetzung in der Elberfelder und im Schlachter. Alle anderen Übersetzungen bringen hier einfach ein Und. Also, Salomo liebte Gott und er lebte oder wandelte in den Ordnungen seines Vaters Davids. Haben es sich da die Übersetzer zu einfach gemacht? Ja, nun war ich gespannt, wie es im Hebräischen steht. Ich kann ein bisschen Hebräisch und da war ich völlig erstaunt, völlig überrascht. Dort ist das Wort lebte bzw. wandelte eigentlich das Wort für gehen und zwar als Infinitiv mit zu. Wörtlich müsste es also übersetzt werden, Salomo liebte den Jahwe zu gehen in den Ordnungen Davids seines Vaters. In der Interlinear-Übersetzung steht deshalb auch folgerichtig, im Gehen. Also im Gehen in den Ordnungen seines Vaters Davids. Man kann hier also durchaus auch ein Weil oder noch besser ein In dem einsetzen. Und das hätte Konsequenzen. Denn dann würde die Liebe, dann würde die Bibel meine Liebe zu Gott gleichsetzen mit dem Befolgen einer Ordnung, beziehungsweise mit dem Befolgen der Bibel. Was sagt Jesus nochmal? Wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Also praktisch dieselbe Aussage. Doch zurück zu Salomo. Wenn wir den Vers 3 in 1. Könige 3 weiterlesen, erschrecken wir nicht schlecht. Diese Liebe zu Gott geht bei König Salomo anscheinend gar nicht bis in den letzten Winkel seiner Gehirnwindung, denn er räuchert und opfert auch noch auf den Höhen, dort wo die Götzen der umliegenden Völker verehrt wurden. Eine Art Teilliebe? Gibt Gott sich damit zufrieden? Boah. Wir werden in der Bibel durchaus aufgefordert, Gott zu lieben. Das hört sich dann aber ganz anders an. Wir schlagen dazu 5. Mose 6, Vers 5 auf. Das ist ein Vers aus dem Text des jüdischen Glaubensbekenntnisses. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Von uns, viele von uns wird das bekannt sein, dieser Vers.
4 Kapitel weiter in 5. Mose 10, Vers 12, wird diese Aufforderung noch mit zwei weiteren Aufforderungen in einem Atemzug genannt, die eigentlich so gar nicht zusammenpassen wollen. Nämlich Gott fürchten und auf Gottes Wegen gehen. Dort heißt es in Kapitel 10, Vers 12, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben. Diese drei Dinge sind allesamt Maximalanforderungen, so wie zum Beispiel die 10 Gebote. Sie zu befolgen kann nur Maßstab sein, sind aber nie ohne Gottes Zutun erfüllbar. So als auch unsere Liebe zu Gott. Nur durch Gottes Liebe können wir im Grunde unsere Liebe zurückreflektieren. Das ist durchaus ernüchternd. Walter Tropisch hat einmal ein Buch mit dem Titel Liebe ist ein Gefühl, das man lernen muss, geschrieben. Ist das nur bei der Ehe so? Oder auch bei meiner Beziehung zu Gott? Oder anders ausgedrückt, ist die Liebe zu Gott nur eine Tat? Oder kann sie durchaus auch Gefühle mit beinhalten? Wie ist das mit meiner Liebe zu Gott? Da kam in unsere Gemeinde in Lörrach einmal eine Frau in die Bibelstunde, die fragte, muss ich hier meine Gefühle an der Garderobe abgeben? Sie wollte Gott von ganzem Herzen lieben, sagte sie. Wow, dachte ich. Sogar von ganzem Herzen. Doch dann wurde ich misstrauisch. Denn sie wollte Gott mit ihren Gefühlen lieben. Vielleicht eine verkappte Pfingstlerin, die einen auf Gefühlsduselei zu machen vorhatte. Vor einiger Zeit sah ich eine Videopredigt von einem afrikanischen Pastor. Der predigte sehr lebendig, sehr dynamisch, mal laut und dann flüsterte er wieder, mal ganz ernst mit erhobenem Zeigefinger und dann weinte er fast. Er sagte, dass er Gott liebt und das spürte man ihm auch ab. Seine Gefühle, die er für Jesus empfand, waren keine bloße Gefühlsduselei, sie waren echt. Unsere Gottesdienste in Deutschland sind dagegen manchmal stocktrocken. Ja, ich habe sogar von einer Gemeinde in Berlin gehört, in der nicht gelacht werden darf. Der Glaube sei schließlich eine ernsthafte Sache. In Philipper 4 steht, freut euch im Herrn, und noch einmal sage ich euch, freut euch. Einmal wurde ein sehr ernsthafter Christ gefragt, ob er seine Frau liebe. Da vorher ein völlig anderes Thema besprochen wurde, musste der völlig überraschte Mann erst einmal umschalten. Dann fing er an zu lächeln. Und als er dann antwortete, dass er seine Frau sehr liebe, spürte man ihm die Freude und die Gefühle für seine Frau ab. Frage: Liebte er seine Frau vorher nicht? Doch, natürlich. Aber diese Liebe war verdeckt, verborgen. Die zeigte er nicht immer. Und das musste er ja auch gar nicht. Ist es so mit mir und Gott? Ich liebe Gott, aber manchmal ist dieses Gefühl der Liebe verborgen, nicht verschüttet, nur verborgen. Ich kann es jederzeit wieder hervorholen. Vor allem im Gebet, in diesem vertrauten Zwiegespräch zwischen mir und meinem himmlischen Vater.
In den letzten Jahren habe ich das ganz bewusst immer wieder getan. Zum Beispiel nach dem Gebet zum Essen. Dann denke ich, du hast dieses Essen auf dem Acker wachsen lassen, Herr. Ja, Herr, ich mag dich. Einmal hat bei uns jemand gepredigt, der durchaus dafür eintrat, dass man Gott nicht nur mit dem Verstand leben sollte, sondern auch mit dem Herzen, dass man Gefühle zulassen sollte. Er sagte, manchmal berührt Gott mein Herz so, dass mir die Tränen runterkullern. Oder ich freue mich so, dass ich nur jubeln kann. Das sind Emotionen. Das sind Gefühle pur. Den Emmaus-Jüngern wurde es warm ums Herz, als Jesus mit ihnen redete. Sie haben die Liebe Gottes in ihrem Herz gespürt. Und nachdem sie Jesus am Brotbrechen erkannt haben, waren ihre Emotionen, ihre Freude so groß, dass sie müde ins Bett fielen und glücklich einschliefen. Stimmt das? Nein. Sie konnten ihre Freude unmöglich für sich behalten. Sie mussten es unbedingt den Jüngern in Jerusalem sagen, dass sie Jesus gesehen hatten. Sie liefen so schnell sie konnten los. 11 Kilometer. Zurück nach Jerusalem. Und das bei den Gefahren der Nacht. Egal. Der Höhenunterschied nach Jerusalem rauf war 500 Meter, das Doppelte wie von hier rauf zur Schwäbischen Alb. Egal. Es war noch heiß am Abend. Sie würden absolut verschwitzt oben ankommen, ohne Hoffnung auf eine erfrischende Dusche. Egal. Ihre Emotionen trugen sie förmlich hinauf nach Jerusalem. So ist die Liebe zu Gott. Wir merken diese Emotionen auch bei David im Psalm 18. Dort heißt es, ich liebe dich, Herr, meine Stärke, Jahwe, mein Fels, meine Burg und meine Retter. Mein Gott ist mir Hort, bei ihm berge ich mich. Gott zu lieben heißt auch, Jesus zu lieben. Jesus und der Vater sind ja eins. In 1. Petrus 1, Vers 8 heißt es, Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist diese Folie. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher Freude jubelt. Was bedeutet mir Jesus? Zum Beispiel, wenn ich mit ihm rede, ist der Inhalt meines Gebetes immer dasselbe, Stereotyp, ermüdend? Oder bin ich in einem vertrauten Gespräch mit ihm? Sage ich ihm nicht nur meine Sorgen und Probleme, sondern frage ich ihn vielleicht auch mal, wie er dies und jenes sieht. Vielleicht hat er eine ganz andere Sicht von meinem Problem. Freundschaft zwischen Menschen ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass man den anderen ungeschützt nach seiner Meinung fragen kann. Die Könige Israels waren angehalten, Gott zu befragen. Gott will gefragt werden. Fragen wir Gott? Hand aufs Herz. Wann habt ihr das letzte Mal Gott etwas gefragt? Herr, wie siehst du das? Was ist deine Meinung darüber? Soll ich das machen? Freundschaft unter Menschen ist auch dadurch gekennzeichnet, dass ich mich für den anderen interessiere, für seine Sichtweisen, seine Fragen, seine Probleme, seine Freude. Wer sich gut in andere hineinversetzen kann,
der wird gern als Freund angenommen. Es gibt dann so etwas wie eine Identifikation miteinander. Also Freundschaft unter Menschen ist dadurch gekennzeichnet unter anderem, dass ich mich für den anderen interessiere, für seine Sichtweise, seine Frage, seine Probleme, seine Freude. Wie ist das mit mir und Gott? Wie lese ich meine Bibel? Nur als Informationsquelle? Erkenne ich in der Bibel Gottes Probleme? Hat Gott Probleme? Seine Probleme? Ja, er hat Probleme. Er hat Probleme mit uns Menschen, mit den Regierenden, mit der Welt überhaupt. Tun mir diese Probleme auch weh? Identifiziere ich mich mit ihm? Versetzen wir uns in Gottes Lage? Meine Liebe zu Gott, sie kann also durchaus emotional sein. Mose wird in Jakobus 2, 23 Freund Gottes genannt. Er, Mose, sah das Problem, das Gott mit dem Volk Israel hatte. Es tat ihm so weh, dass er sogar die Tafeln mit den 10 Geboten zertrümmerte. Das war eine sehr emotionale Handlung. Auch bei der Sünderin, die zu Jesus kam, ihn gesalbt hat, seine Füße gesalbt hat, Lukas 7, merken wir, wie emotional diese Frau Gottes Problem mit ihrer schweren Sünde gesehen hat. Mit ihren Tränen gab sie diese Liebe zum Ausdruck, sie weinte. Hat Gott Probleme mit unseren Sünden? Ja, und er hat das Problem gelöst. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Wer bereits einmal einen Anfang mit Gott gemacht hat, der kann berichten, wie befreiend die Bitte um Vergebung ist. Ja, wenn wir wollen, dann ist das Problem unserer Sünden gelöst. Und dann ist Frieden zwischen Gott und uns. Frieden, echter Frieden. Und unter dieser Voraussetzung kann dann die Liebe wachsen, unsere Liebe zu Gott. Ich fasse noch einmal zusammen. Die Liebe Gottes zu uns können wir an der Liebe Jesu zu uns erkennen. Und die Liebe untereinander ist ein Erkennungszeichen wahrer Nachfolge Christi, wie eine Oase in dieser lieblosen Welt. Meine Liebe zu Gott darf ruhig emotional sein. Ich darf mir immer wieder bewusst machen, dass ich Gott liebe, vor allem im Gebet natürlich. Und ich darf seine Probleme, die er mit der Welt hat, zu meinen Problemen machen. Es gibt ein Lied, dem heißt es: Mein Jesus, ich lieb dich. Ich weiß, du bist mein. Ich will dir gehören, nur dir ganz allein. Du bist mein Erretter, mein Dank sucht dein Ohr. Ich liebe dich heute wie niemals zuvor. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für deine Liebe, die du bewiesen hast, bewiesen am Kreuz von Golgatha. Und Herr, wir möchten dich auch lieben. Wir wollen eine Gemeinschaft, eine innige Gemeinschaft mit dir. Bitte hilf uns dazu. Wir können nur das reflektieren, was du uns gegeben hast.
Herr, vielen Dank dafür. Amen. Ja, vielen Dank, lieber Tim. Das war sehr ansprechend und ermutigend. Nehmen wir das mit in die kommende Woche, dort, wo wir stehen, in unserer Lebenssituation. Nimm liebe Grüße mit nach Biesing. Ich glaube, ihr habt dich vorhin nach Weißstetten zugeordnet. Ja. Dein Sohn ist aber in Weißstetten in der Gemeinde, der Raphael. Ja. Dann nimm Grüße mit nach Biesingen. Und wir schließen mit dem Lied 468. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, dem Herrn anbefohlen. Kurz noch, ich habe noch ein paar Flyer, die werden wir auslegen. Nehmt es bitte mit, verteilt es in der Nachbarschaft. Sie wirken nicht christlich, aber christlicher Inhalt zum Thema Halloween. Dieses, ja, wenn man es kennt und Hintergrundinformationen hat, satanische Spektakel. Hier wirklich gute Schrift dazu. Das könnt ihr gerne mitnehmen. Ich lege es hinten aus. Vielen Dank.